Mensch, mir wird manchmal Himmel Angst. Mir wird manchmal Himmel Angst. Wenn die da oben mit Milliarden spielen. Das ist doch genial. Mit aus dem Nichts geschöpftem Geld kaufen sie die Welt. Und wenn da was dran ist, an dem Satz Geld regiert die Welt, dann kann man sich ja vorstellen oder ahnen, dass diejenigen, die Einfluss auf das Geld und Einfluss auf die Geldschöpfung haben, dass die unglaublichen Einfluss haben, dass sie darüber nämlich die Welt regieren können. Großen Drücker dann dran. Sie drücken uns, wo es nur geht. Aber wer in den Medien behauptet, man müsse diesen gravierenden Einschnitt in die Freiheit aller Europäer hinnehmen, da es keinen Plan B gäbe, der ist entweder äußerst schlecht informiert oder ein großer Lügner. Unser im Oktober 2011 offiziell vorgestelltes gleichnamiges Lösungskonzept Plan B wird von vielen offen eingestellten Experten, die die tieferen Ursachen der Schulden- und Guthabenskrise erkannt haben, als äußerst wertvoll anerkannt. Kurz, es gibt einen Plan B, den es zu diskutieren gilt. Die Zukunft könnte ähnlich sein. Lasst uns das Geld vom Zins befreien. Ganz viele Blumen könnten blühen. Und sogar Wüsten würden grün. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich freue mich auf den 23. Sonntag, den 23.06.2013, mit Ihnen gemeinsam in der Urania im Kleistsaal einen spannenden, informativen und zukunftsweisenden Nachmittag zu verbringen. Ist es nicht schon längst überfällig, ein menschenwürdigeres System einzuführen, in dem alle Menschen auf der Welt in Frieden und Freiheit und Würde ihr Dasein leben können, in dem alle Menschen das, was sie mit auf die Erde bringen, in einem gesellschaftlichen Zusammenhang entwickeln können, um es dann der sozialen Gemeinschaft zu schenken? Es ist doch so wie ein Orchester. In einem Orchester muss jeder einzelne Musiker sein Instrument spielen. Er muss üben, spielen, bis er das beherrscht, um es dann dem ganzen Orchesterorganismus hinzuschenken, damit es ein schönes Musikstück wird. Wir haben eine große Verantwortung für die Erde, für die Tiere, für die Pflanzen und natürlich besonders für unsere Kinder oder für die Menschen. Und es muss niemand auf der Welt hungern. Es muss kein Tier gequält werden und keine Erde vergiftet werden. Wir brauchen den lebendigen Organismus, um die Lebensgrundlage für uns, für die Tiere und für die Pflanzen auf der Erde zu erhalten. Und dieses wünsche ich mir für den 23.06. in der Urania mit Ihnen gemeinsam zu erörtern. Kommen Sie zu uns. Wenn Sie den ersten Schritt tun oder anfangen zu laufen, dann gehen wir gemeinsam. Aber jeder Mensch muss selber anfangen zu laufen. Das System wird sich nicht von alleine verändern. Wenn wir es nicht verändern, wir es nicht verbessern, wird es weiter so gehen und wird immer weiter unglaubliche, unmenschliche Krebsgeschwüre hervorbringen. Lassen Sie uns das System verändern. Fangen wir an zu gehen. Ziehen Sie Ihre Wanderschuhe an am Sonntag, den 23.06.2013. Kommen Sie zu uns in den Kleistsaal, in die Urania. Erleben Sie mit uns gemeinsam einen spannenden Nachmittag. Und ich denke, wir werden neue Zukunftshoffnungen durch diese Veranstaltung, durch uns in die Welt tragen. Ich freue mich auf Sie. Wäre es nicht wunderbar, wenn wir ein faires Gesamtsystem einführen, von dem alle Menschen partizipieren, egal ob arm oder reich? Es gibt viel zu tun. Und jeder kann ein Helfer sein.
Wir gehen gemeinsam, nicht allein. Und jeder kann ein Helfer sein. Wir gehen gemeinsam, nicht allein. Thank you.